Zeit. Some kind of shimmer in your presence, unlike no other I had met. You got me spinning out of context, not really sure what I should do. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute haben wir den 15. November 2019 und morgen ist es soweit. Ich bin jetzt hier gerade nach ungefähr 6 Stunden Fahrt in Recklinghausen angekommen. Das ist in der Nähe von Mahl. Denn dort habe ich morgen meine praktische Hundetrainerprüfung. Ich werde dort morgen den Abschluss der ATN-Ausbildung machen. Heute, Conny und ich teilen uns ein Zimmer. Morgen habe ich um 11.30 Uhr meine Prüfung. Du hast schon um 9.30 Uhr, ne? 8 Uhr. Ja, Conny hat schon um 8 Uhr. Ich habe um 8.30 Uhr. Achso, sie hat schon um 8.30 Uhr. Ich habe um 11.30 Uhr meine Prüfung. Und dann werden wir morgen gegen 1 irgendwann, werde ich dann wissen, ob wir bestanden haben oder nicht. Und dann geht's. Ja, dann geht's endlich in die Vollen und dann kann ich arbeiten mit dem, was ich am meisten liebe. Ja, ab Montag kann ich dann zum Amt gehen und den Paragraph 11 beantragen. Doch, das seht ihr dann in einem anderen Vlog. Am Ende dieses Vlogs werdet ihr wissen, ob ich bestanden habe oder nicht. Und ich dann hoffentlich auch. Jetzt werden wir erstmal einen ruhigen Abend machen, damit wir morgen ausgeruht sind. Wir haben jetzt nicht vor, noch großartig irgendwie zu lernen. Alles, was wir jetzt bis jetzt nicht reingeprügelt gekriegt haben, ist dann eben nicht dabei. Doch wir haben die letzten beiden Ausbildungsprüfungen schon mehr als gut gewuppt und mit Bravour bestanden. Ja, ich denke nicht, dass es jetzt irgendein Problem gibt, denn wir sind, ja, wir sind gut vorbereitet, würde ich sagen. Wir haben viel gelernt zusammen, wir haben uns immer zum Telefonieren getroffen. Das ist etwas, was ich euch sehr empfehle. Wenn du auch bei der ATN Hundetrainerausbildung machst, such dir jemanden, der das auch macht, mit dem du zusammen irgendwie in die gleiche Richtung gehst. Also du kannst dir im Forum jemanden suchen, der auf deinem Trainingstand ist. Genau, Tina? Tina, nein, jetzt nicht, danke. Oder du kannst auf den Seminaren jemanden kennenlernen. Conny, jetzt habe ich auf den Seminaren kennengelernt. Wir haben eigentlich alle bis auf ein Seminar. Genau, das mit von Tang haben wir getrennt. Das habe ich, genau. Genau. Bis auf zwei Seminare haben wir die anderen Seminare alle zusammen gemacht und haben da festgestellt, dass wir einfach sehr, sehr gut zusammenpassen und irgendwie haben wir dann uns auch gleichzeitig für die Prüfungen angemeldet und das alles zusammen durchgezogen. Und das ist etwas, was ich dir auch sehr, sehr empfehle. Such dir jemanden, mit dem du das zusammen machst, denn als Alleinkämpfer ist es wirklich nicht einfach und im Team ist es so viel angenehmer, weil man sich so viel besser austauschen kann, man kann so viel mehr erreichen, verstehen. Es ist sehr, sehr viel besser, es gemeinsam zu machen. Jetzt lassen wir den Abend erstmal ausklingen und morgen werden wir ihn dann entspannt starten und die Prüfung ablegen. Schaka! Hey meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen! So, ich habe jetzt meine erste Nacht überstanden. Issy ist da. Ich passe gerade noch auf Issy und Gina auf, denn Conny hat ja schon, genau, süße Maus, ich passe auf dich auf, ne? Conny hat jetzt ja schon Prüfung. Jetzt gerade, jetzt in diesem Moment, legt sie ihre Prüfung ab. Ich bin um 11.20 Uhr dran. 11.20 Uhr, 11.30 Uhr, irgendwie so in dem Dreh. Und habe meine Prüfung abzulegen. Und ja, bis dahin werde ich jetzt noch eine kleine Runde Gassi gehen mit den Hundis. Einmal Küchengang, was weiß ich. Wir waren schon mal draußen mit ihnen, haben lecker gefrühstückt hier. Also solltet ihr auch die Prüfung in Mahl machen, ist das Hotel hier, alte Schule, wirklich sehr zu empfehlen. Es ist echt um die Ecke. Das ist das gute Stück hier. Das gute Stück. Ein sehr, sehr gemütliches, sehr schönes Lokal, auch super nett, also alle hier sind super, super nett und guck mal hier, ist auch ein ganz kleiner Garten,
wo man dann mit seinem Hundi rausgehen kann. Zur Prüfung selber könnte ja unsere Hunde nicht benutzen, deswegen passe ich auf Connys Hunde auf. Meine ist zu Hause. Ich freue mich mega krass. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich so richtig krass nervös bin. Doch irgendwie ist das für mich eher so Abenteuerreise. Ich freue mich einfach so mega doll darauf, herauszufinden, hey, was ist, ne? Ich weiß meine Übung jetzt. Ich weiß, welche ich als vorbereitete Übung habe. Ich weiß, welche meine Lieblingsübungen sein werden. Die habe ich ja schon vorerarbeitet. Und jetzt bin ich einfach total gespannt darauf, zu erfahren, was denn meine Spontanübung sein wird. Und ich bin total darauf gespannt, welche Fallbeispiele haben, weil ich werde ein Fallbeispiel haben. Dann werde ich eine... dazu werde ich ein paar Fragen beantworten. Dann werde ich ein Gespräch mit der anderen Prüferin haben. Super, ist alles gut. Da werde ich dann erklärt bekommen, was dann meine Übung ist, meine spontane Übung. Und dann werde ich dazu auch noch ein paar Fragen beantworten müssen, ein bisschen Lerntheorie erklären müssen, wie ich das aufbauen möchte, wie ich damit umgehen möchte. Ich bin schon sehr gespannt, ob das dann auch alles so seinen Gang läuft. Und dann darf ich das Hund-Mensch-Team kennenlernen. Ich freue mich da einfach so krass drauf, zu gucken, hey, was habe ich für ein Hund-Mensch-Team? Ich bin so dankbar dafür, dass es dann die Beine auch gibt, die sich dafür bereitstellen, das mit mir zu machen. Und ich bin einfach voller Dankbarkeit dafür, dass ich das heute jetzt absolvieren kann, dass ich einen Platz bekommen habe. Und nehme die Challenge einfach an, freue mich da einfach mega, mega, mega doll drauf. Und lass uns losgehen. Ich werde jetzt rausgehen, mache ein bisschen chillen und dann ab zur Prüfung. Und dann werde ich gleich berichten, wie es gelaufen ist. To check where the party was at, roaming around without any trouble, I began to ask everybody I met, singing, oh, 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 oh. Ich habe jetzt die Prüfung abgelegt. Das war in drei Teile aufgeteilt. Einmal das Fachgespräch, dann das Übungsvorbereitungsgespräch, wo ich die Übungen bekommen habe, und dann der 25 Minuten praktischer Teil. Ja, irgendwie, ja, ich bekomme das Ergebnis noch. Ich weiß noch nicht, wie es gelaufen ist. Mein Bauchgefühl sagt Grotten. Ich hatte keinen Stress oder keine Angst oder so, sondern ich habe das Gefühl gehabt, einfach, alles wäre weg. Ich war einfach, als wäre ich wie so ein Mülleimer, den man einfach ausleert. Und dann suchst du da drin rum und da war einfach nichts. Und ich kenne diese ganzen Fachbegriffe, doch sie fielen mir einfach nicht ein. Ich war die Erste. Jetzt ist noch ein Prüfling, der jetzt gerade trainiert. Wenn der fertig ist, gibt es das Abschlussgespräch. Dann werde ich, glaube ich, erfahren, ob ich bestanden habe oder nicht. Man konnte ja ehrlich gesagt nicht wirklich glauben, was man sagte. Sie sagte, es war wunderschön, dir bei der Arbeit zu sehen. Und als sie das so sagte, dachte ich so, wo? Und am Ende habe ich gemerkt, dass es bei mir nicht tatsächlich nur, ich habe gedacht, dass das Wichtigste der Lernerfolg ist. Und am Ende kam es aber vom Gefühl her, würde ich sagen, gehen am meisten darauf an, dass man mit dem Kunden irgendwie zusammen diese Bedürfnisse des Kunden aufnimmt und wieder weiterverarbeitet. Und sie sagen, dass mir das wohl sehr gut gelungen sei. Dann sagten einfach, ja, war super schön, dir bei der Arbeit so zu sehen, und das war auch super schön. Und das war auch super schön. So, hey meine Lieben, das Ergebnis ist, ich habe bestanden. Ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht glauben. Hier ist der Beweis. Ich habe bestanden. 4 Jahre sind es jetzt seit diesem Tag, an dem ich diese Prüfung abgelegt habe. Seit 4 Jahren arbeite ich als Hundetrainerin und lebe mein absolutes Traumleben. Und diese Begeisterung einfach, die möchte ich gerne mit dir teilen. Seitdem ich Hundetrainerin bin, ist so viel Positives, nicht nur in meiner Welt, sondern auch in der Welt meiner Kunden, passiert und entstanden. Durch diese Ausbildung kann ich
wirklich was Gutes auf der Welt bewirken. Ich kann Menschenteams helfen, besser in ihrem Leben mit ihrem Hund eine richtige Verbindung in ihrer Beziehung zu finden und ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Durch die Mischung zwischen Hundesitting und Hundetraining konnte ich auch noch zudem meinen Kunden ganz viel Freiheit generieren und Glück verbreiten. Ich habe ganz viele tolle Kunden, die auch meine Freunde sind. Zudem hat der Job es mitgebracht, dass ich immer für mein Kind da sein konnte und meine Familie halt immer im Vordergrund stehen konnte und gleichzeitig ganz viel Freude in meinem Job haben konnte und das alles miteinander verknüpfen konnte. Und dadurch hat es sich ganz häufig einfach überhaupt nicht so angefühlt, als würde ich wirklich arbeiten, sondern es hat sich angefühlt, als würde ich einfach leben. Und seitdem ist mein Leben so viel entspannter. Und wenn du auch Hundetrainer werden möchtest und denkst, das ist dein Traumjob, dann möchte ich gerne dir zeigen, wie ich es zu diesem Weg geschafft habe, mein Traumleben zu finden, um dir zu zeigen, welchen Weg du auch vielleicht einschlagen könntest. Dafür habe ich dir eine Playlist fertig gemacht, in der du sehen kannst, wie mein Ablauf war und wie welche Hürden bei mir so aufgetaucht sind und wie auch du es zum Hundetrainer schaffen kannst. Wir sehen uns bei den Videos und ich freue mich auf dich.